Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem wir beim letzten Mal feststellen mussten, dass wir katastrophal in Unterzahl waren und wir uns deswegen leider zurückziehen mussten. Hübsch, hübsch, hübsch. Jede Menge Klingen. Haben wir uns entschieden, die Plünderer erstmal ein bisschen beiseite zu lassen und stattdessen die vorsichtige Route zu wählen. Wir sind immer noch dabei, die Nahrungsvorräte des gerade neu eröffneten Beißen zu plündern, wobei wir allerdings in aller Seelenruhe große Umwege machen. Was wir mit den Plünderern machen, ob wir uns die nachher vornehmen, ob wir versuchen, denen irgendwie in den Rücken zu fallen, ob wir denen eine Falle stellen. Ich weiß nicht, die ganze Sache mit denen auszuschießen, ein bisschen riskant, könnten wir natürlich versuchen. Ich würde es aber nicht unbedingt drauf anlegen. Die Tür ist nicht verschlossen. Das ist gut. Hier gibt es Polizeiwagen. Wagen. Was in dem Spiel schon stark auffällt, es gibt keinen... damit könnte man eventuell auch was anfangen. Es gibt keine Erfahrungspunkte für das Abschlachten von Gegnern. Oder gibt es die? Doch, Charakter war schon richtig. Also zumindest sehe ich hier keine Skills. Also Skill Points. Wir haben noch zwei Skill Points. Könnten wir Nahkampf, Fernkampf oder Führung verstärken. Ich entscheide mich jetzt spontan, die Punkte noch nicht zu vergeben. Ich würde sagen, wir sichern wie immer erstmal die Außenseite. Nein, danke, keine Ratten, so hungrig sind wir noch nicht. Außerdem, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, ich habe selber Ratten als Haustiere. Ich finde die einfach viel zu niedlich, um die zu essen. Niedliches wird nicht gegessen. Ausgenommener Mann, ha. Ist ein bisschen riskant, weil wir uns ihm eigentlich auf eine ungünstige Art und Weise nähern müssen. Oh, das war perfekt. Weil die komplette nächste Runde wird er mit Aufstehen verbringen müssen. Was er aber nicht schafft. Eine Dose Limo. Und noch ein bisschen mehr Sprit. Ich finde das schön, dass all die Zombies verschiedene Bezeichnungen haben. Stinkende Leiche, verrottende Frau, ausgenommener Mann. Das gibt dem Spiel doch deutlich Atmosphäre.
Ist definitiv etwas, was zu befürworten ist. Das, was dem Spiel natürlich schlussendlich damals, als es rausgekommen ist, das Genick gebrochen hat, war die Tatsache, dass es gerade in den späteren Levels katastrophal verbuggt ist. Achso, den hatten wir uns schon angeguckt. Und dadurch unspielbar wurde, was natürlich zu massivem Frust führte damals bei den Spielern. Kann man sich gut vorstellen. Ach. Was natürlich zu massivem Frust bei den Spielern führte. Da man natürlich dann irgendwann 80 Stunden in das Spiel investiert hatte. Okay, wenn das der einzige hier ist, dann könnten wir sogar Glück haben. Hast du eine 4 Punkte? Nein. Sehr schön. Kommst du mit? Ja, auch sehr schön. Nur leider daneben. Und wir? Naja. Schaffen es leider nicht, ihn in einer Runde zu töten. Das ist natürlich ärgerlich. Weil der Mistkerl dann wieder das machen kann. Okay, und an der Position kommen wir nur mit einem Charakter an ihn ran. Und jetzt kommen die anderen Anwohner. Mist, also können wir Joel wahrscheinlich beim nächsten Mal schon gar nicht mehr mitnehmen. Das muss wehtun. Die Zombies sind ärgerlich, aber gar nicht mal so sehr das Problem, sondern die Tatsache, dass der einfach weiterballert. Genau das. Und wie schnell dieser Zombie hier war. Ich meine, gut, den können wir jetzt in die Zange nehmen. Das ist nicht das Problem.
Du. Ja, plünder ihn mal aus. Mist. Beinahe tot. Ja, beinahe reicht uns aber nicht. Wir möchten ihn vollständig tot haben. Und viel schlimmer noch, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass die anderen Plünderer eventuell das Ganze mitbekommen haben. Okay, der bleibt offensichtlich auch tot. Joel, stellt sich bitte einmal hier hin. Schön, schön, schön. Jede Menge Nahrung. Kochutensilien. Okay. Die haben wohl was gehört, aber die wissen nicht genau, was sie gehört haben. Was haben wir hier? Zucker. Also, dass Leute generell verletzt werden, das ist eine Sache, die lässt sich halt nie so ganz verhindern. Es sei denn, man möchte permanent speichern, laden. Drei sogar. Ist dann doch ganz gut, dass die sich nicht für ein Eingreifen begeistern konnten. So, das war das. Ehrlich gesagt, nicht ganz die Beute, die ich mir erhofft hatte. Auf der anderen Seite ist es doch gute Beute. Jetzt ist die Frage, ob wir das Risiko eingehen, uns mit den Plünderern anzulegen. Erstaunlich, auch die hat nichts gehört. Wir sind zu dritt, verletzt, schlecht aus. Wir gehen nach Hause. Wir haben ja noch den. Den Apfelhain hier. Wir haben ja Zeit. 18? Na, das hat sich gelohnt. Wir hatten hier ein paar Sachen noch positioniert. Die könnte man natürlich auch noch auf die Schnelle mitnehmen. Wäre ja schade, wenn wir die jetzt einfach hier vergessen würden. Ach, sind wir schon mal wieder
Überlegen, ja. Überlegen sind wir in jedem Fall. Schön, schön. Ja, und wie gesagt, dass wir die Nagelpistole benutzt haben, ist, war schlussendlich praxisorientiert. 16 Uhr, knapp 17 Uhr. Rückkehr, ein Special-Item. Die folgenden Ressourcen: 8 Nahrung, 22 frische Nahrung, 4 Gallonen Treibstoff, 24 Luxusgegenstände, 13 Teile. Das war gar nicht schlecht, würde ich sagen. René, kann die ganzen Sachen stocken? Drei Messer, zwei Fleischerbeile, ja. Ein Schuss für die Schuhe. Hohoho. Da könnten wir ja eventuell jemanden mit der anderen Schrotflinte ausstatten. Anita hatten wir komplett das Inventar weggenommen. Gut. Dann schauen wir noch mal, was das Jobboard sagt. 3 Stunden für die Zaunreparatur. Elaine ist weiterhin unkooperativ. So, der Zaun ist repariert. Schauen wir doch mal, ob es im Radio noch was gibt. Wetter, Musik und so weiter. Sonniger Tag, keine Nachrichten. Ja, da sind wir gerade gewesen. Alles bestens, so wie es aussieht. Elaine. Es wird einige Zeit dauern, bis wir sie auf Höhe gebracht haben und sie tatsächlich hilfreich sein kann. Ja, wir können heute nichts mehr erledigen. So, schauen wir uns mal die Zusammenfassung an. Frische Nahrung, konservierte Nahrung. Verbraucht 18. Es hat uns ehrlich gesagt nicht so viel weitergebracht. Wir haben drei, ja, wir haben fast einen Tag an Nahrung zusammengekratzt, aber.
Moral dazu 29, unser Verhandlungsskill 5. Wir sind einfach nicht abzulehnen. Toilette, Generator. Der Zaunmalus ist jetzt natürlich weg. Und ab morgen können wir anfangen, ein bisschen Plus zu sammeln. Eine Situation ist mir zu Ohren gekommen. René sagt uns, dass uns unsere medizinischen Vorräte für den anderen Überlebenden des Crashs langsam ausgehen. Was fehlt? Antibiotika. Mhm. Wir müssen Antibiotika in die Hände bekommen. Natürlich, das ist der Anfang, der so relativ vorgegeben ist. Brady's Pharmacy, also die Apotheke in Brady. Mhm. Auf der Karte. Gut. Warum keine Klinik? Weil in einer Zombie-Apokalypse Kliniken oder Hospitäler die furchtbar schlechtesten Orte sind. Denn wo hat man die ganzen Infizierten als erstes hingebracht? Richtig. Deswegen lieber eine Apotheke. Mhm. Mhm. So schnell wie möglich. Mhm. Okay, alles positiv. Wir werden alles so gut wie möglich mitbringen. Mhm. Mhm. Okay, der Timer sagt, die Episode ist zu Ende, aber solange Story läuft. Sieh dir das an. Ja? Soll ich mich um sie kümmern? Wahrscheinlich, aber das ist nicht der Grund, warum ich dich hergeholt habe. Wenn du den Zaun nicht hingebogen hättest, wären sie jetzt alle in der Schule. Ja, deswegen haben wir den Zaun hingebogen. Du hast dich wirklich für uns ins Zeug gelegt. Mhm. Ja, aber ihr hattet, aber ich hatte ja auch nicht wirklich eine Wahl. Das stimmt, das, hättest du das Leben nehmen können. Hallo? Pimps nehmen sich nicht das Leben. So. Du solltest dich um mich kümmern. Hab verstanden. Zeit für einen morgendlichen Workout. Aber das Spiel zwingt uns jetzt nicht, das tatsächlich durchzuspielen. Stattdessen dürfen wir unseren Tag ganz normal verfolgen. Vorerst. Was normal in einer Zombie-Apokalypse normal ist. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir ein Riesenvergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.